Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Present Futures Forum Webcast. Im Wochenrhythmus sprechen wir mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschung und Arbeit und lernen dabei ihre Disziplinen besser kennen. Vor allem aber gehen wir der Frage nach, wie gestalten Sie die Zukunft? Das Present Futures Forum ist eine Plattform zur interdisziplinären Vernetzung und Zusammenarbeit. Und gemeinsam mit Forschenden, Studierenden und Akteuren aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik wollen wir Wege in verantwortliche Zukünfte finden. Und heute spreche ich mit Professor Dr. Henning Meyer. Er ist Professor für die Konstruktion von Maschinensystemen an der TU Berlin und er ist Mitglied im Kuratorium des Present Futures Forum. Daher ist es mir eine ganz besondere Freude. Guten Morgen, Herr Meyer. Ja, hallo. Herr Meyer, Konstruktion von Maschinensystemen, da kann man sich so ein bisschen was drunter vorstellen. Sie bauen Maschinen, nehme ich mal an, oder was genau machen Sie? Wir machen ja verschiedene Sachen, also aber wenn es um das eigentliche Konstruieren geht, ist es tatsächlich, wir entwickeln Produkte. Also allgemein habe ich meine Spezialisierung auf dem Bereich mobiler Arbeitsmaschinen. Und das geht von der Idee bis zur Realisierung. Also wir verbauen auch bestimmte Dinge. Wir haben zum Beispiel mal eine sehr große Druckmaschine gebaut, die Theaterkulissen, Filmkulissen druckt. Und das ist eben so von der Idee bis zur Realisierung ist irgendwo alles dabei. Mobile Arbeitsmaschinen und dann Dinge drucken. Was ist an so einer Druckmaschine mobil? Der Stoff in diesem Fall. Aber nein. Der muss da durchgezogen werden. Nee, die Herausforderung ist eigentlich, also bei mobilen Arbeitsmaschinen haben wir natürlich das Fahren. Ne? Und man denkt da auch zuerst wahrscheinlich an Traktoren, an Baumaschinen und solche Dinge. Und eine besondere mobile Arbeitsmaschine ist zum Beispiel ein Mähdrescher, wo wir eine sehr komplexe Maschine haben, sagen wir eigentlich schon fast eine Anlage, wo viele Verfahrensschritte in einem Fahrzeug integriert sind, um bestimmte Dinge zu machen. Und das war bei dieser Druckmaschine in der Tat auch eher die Verfahrensfrage. Also wir versuchen ja auch immer Verfahren zu automatisieren, besser zu machen und versuchen das konstruktionsmethodisch zu lösen. Und das war da die Herausforderung eben bei dieser Druckmaschine. Und gut, sie hat sich jetzt nicht bewegt, also sie fährt jetzt nicht durch die Gegend, aber dieses Verfahren zu automatisieren, mit mechatronischen Lösungen weiterzuentwickeln, beziehungsweise überhaupt erstmal eine Idee zu haben, wie wir mit dem Stoff umgehen, das ist eigentlich in mobilen Arbeitsmaschinen das Gleiche wie in stationären Maschinen, würde ich mal sagen. Ja, spannend. Also für mich als jemand, der aus den Geisteswissenschaften kommt, klingt das so nach klassischem Maschinenbau und klassischem Ingenieurwesen. Sehen Sie das auch so oder gibt es bei Ihnen tatsächlich etwas, wo Sie sagen, also hier machen wir was ganz Neues, das hat noch nie jemand gemacht? Naja, das, was wir zurzeit oder wo meine Forschungsprojekte drauf laufen, geht eher in die Richtung der Analyse von Maschinendaten, also zu verstehen, was können wir an Informationen aus den Maschinen gewinnen und was können wir aus diesen Daten lernen. Also das ist definitiv neu. Wir haben zwar schon seit Ewigkeiten mit Maschinenarbeit, dass man Messungen durchführt und dass man Kräfte misst, dass man Beschleunigung misst und dergleichen. Aber wir sammeln jetzt gerade in einem Projekt, oder das sind schon mehrere Projekte hintereinander, landwirtschaftliche Prozessdaten, versuchen das mit den Maschinendaten zu koppeln und daraus Rückschlüsse über den Einsatz der Maschine treffen zu können, um Aussagen machen zu können, ob die Maschine gut oder schlecht gearbeitet hat und eben auch daraus zu lernen, um die Maschinen besser einstellen zu können, auch um sie effizienter, umweltfreundlicher letztendlich auch zu machen. Ja, das führt mich, also umweltfreundlich ist ja schon mal sehr gut, aber das führt mich zu meiner, ich sag mal, fast schon Standardfrage bei unserem Webcast, Interdisziplinarität. Bei den Kolleginnen und Kollegen, die ich bis jetzt so gesprochen habe, da war das irgendwie schon in dem Titel des Fachgebiets angelegt, interdisziplinäre Forschung hier oder partizipative Forschung da. Bei Ihnen ist das tatsächlich, für mich jedenfalls, nicht ganz so offensichtlich. Was genau bedeutet Interdisziplinarität für Sie in Ihrer Arbeit? Kommt das überhaupt zum Tragen? Ich bin ja eigentlich von Haus aus Landtechniker oder Agrartechniker. Ne? Und also Maschinenbauer mit dem Schwerpunktbereich Baumaschinen und Landmaschinen. Und da ist es ja so, wenn ich zum Beispiel Landwirtschaft als eigene Disziplin begreife, muss ich natürlich als jemand, der
Produkte, Maschinen für diesen Bereich entwickelt, auch ein ganz schönes Wissen mitbringen, wie funktioniert überhaupt so ein landwirtschaftlicher Betrieb, wie funktioniert Pflanzenbau, wie funktioniert das Wachstum, wie kann ich Böden bearbeiten. Also ich bin eigentlich von Haus aus auch so in meinem Studium unterwiesen worden, habe in meinem Studium eben diese verschiedenen Bereiche kennengelernt, sei es über Landwirtschaft, Boden, eben aber auch den klassischen Maschinenbau. Das heißt, von der Ausrichtung her ist das eigentlich sogar im Studium schon von jeher eher interdisziplinär ausgerichtet. Ich sehe aber auch Maschinenbau im Prinzip immer als so eine Art Brücke zwischen verschiedenen Bereichen, einmal zwischen den Naturwissenschaften, wo Physiker, Physikerinnen, Chemikerinnen irgendwas, Verfahren entwickeln, Prozesse entwickeln und wir im Maschinenbau versuchen, daraus Produkte zu machen. Wir müssen es also übersetzen in das, was nachher irgendwelche Kunden gebrauchen können. Und von daher müssen wir uns auch immer mit der jeweiligen Disziplin, in der wir uns bewegen, auseinandersetzen. Das ist jetzt bei mir stärker die Landwirtschaft und das Bauwesen. Das wird bei anderen Kollegen vielleicht eher der chemische Anlagenbereich oder so etwas sein, wenn sie sich da konkret mit Produkten beschäftigen. Also das steckt nicht im Namen drin, das ist eigentlich implizit im Maschinenbau an sich schon fast mit integriert, würde ich mal sagen. Okay, aber das ist sozusagen die Interdisziplinarität zwischen Physik und also sozusagen anderen, ich sag mal, naturwissenschaftlich oder ingenieurwissenschaftlich aufgestellten Disziplinen kommen. Gibt es bei Ihnen auch Raum, um zum Beispiel mit einer Historikerin oder Sozialwissenschaftlerin oder so zusammenzuarbeiten? Also sehen Sie da auch Anknüpfungspunkte oder gibt es die tatsächlich auch in Ihrer Arbeit? Ja, also ich sage mal, ein Freund von mir, der ist Historiker und wir machen da schon so ein bisschen was zusammen, zwar jetzt nicht forschungsmäßig, aber wir haben schon Studienprojekte gemeinsam gemacht, wo es zum Beispiel um Reverse Engineering geht, wo man Erkenntnisse aus der Geschichte oder sag mal auch alte mechanische Lösungen leider vergessen hat, die jetzt durchaus wieder aktuell sein können, beziehungsweise wo man sich Anleihen holen kann für neue Dinge, zum Beispiel in der Robotik, wenn es um Bewegungsaufgaben oder so etwas geht. Da gibt es aus der Getriebetechnik so aus den letzten 100 Jahren durchaus interessante Lösungen, die man jetzt übernehmen könnte oder angepasst halt übernehmen kann. Also da ist es konkret. Ich denke aber auch, wenn wir zum Beispiel über mobile Arbeitsmaschinen nachdenken, zum Beispiel Landmaschinen oder Automatisierung, nehmen wir jetzt mal das aktuelle Thema, zum Beispiel Spargelernte, wenn es da gelingt, zum Beispiel den Spargelstechroboter zu entwickeln, der dann auch wirklich so funktioniert oder besser funktioniert als Menschen, dann haben wir natürlich auch Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld, auf das soziale Umfeld, also die Menschen, die dort arbeiten, ich will nicht sagen, sie werden arbeitslos, weil das verlagert sich so ein bisschen, aber das hat natürlich auch soziale Auswirkungen. Oder nehmen wir den Bereich Landwirtschaft oder Landmaschinen. Ich komme aus dem ländlichen Bereich. Vorher waren in meinem Heimatdorf, glaube ich, 6 oder 7 Vollerwerbsbetriebe. Jetzt sind es vielleicht noch 2. In 10 Jahren ist es vielleicht nur noch einer. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die Maschinen effektiver werden und die Betriebsgrößen wachsen müssen, weil man sonst als Familie gar nicht davon überleben kann. Und auch da haben wir eine Schnittstelle, wo ich sagen würde, das ist auch aus der soziologischen Sicht sicherlich sehr interessant, eben auch zu gucken, welchen Einfluss haben da auch Technologien in diesem Bereich. Das sind sicherlich Fragen, da hat sich vielleicht die eine oder andere Person schon mit beschäftigt, aber das würde mich auch selber mal interessieren, wie das auch von den Menschen wahrgenommen wird. Also ich möchte zum Beispiel nennen, da geht es um Forsterntemaschinen, also ich wollte mal ursprünglich Förster werden und da war es noch üblich, mit Motorsäge und Axt im Wald zu gehen, heute macht es halt also so ein Harvester, der ein ganz anderes Arbeitsumfeld schafft und die Leute, die jetzt dadurch eigentlich arbeitslos geworden sind, machen was anderes, aber keiner ist deswegen unglücklich, weil das eben diese Arbeit so gefährlich war bisher und eben durch eine Maschine auch gut ersetzt werden kann. Und ich denke mal, da sind so viele Fragen, wofür wir noch gar keine Antworten zu kennen. Und wenn man jetzt zukünftige Technologien entwickeln will, könnte man ja vielleicht aus den ein oder anderen Dingen, die wir jetzt in den letzten, ich sag mal, 100 Jahren an Erfahrung gesammelt haben, vielleicht auch gut übertragen und auch dazu nutzen, um zukünftige Technologien irgendwie auch menschenfreundlicher zu machen. Also so mal so als Metapher oder als Bild an der Stelle. Ja, absolut. Also hat das für Sie einen Einfluss auf die Arbeit, die Sie jetzt machen? Also nehmen Sie sozusagen sozialwissenschaftliche oder Sie sagten vorhin historische Erkenntnisse, fließt das tatsächlich in Ihre Arbeit ein oder sagen Sie, dass das sind eben so parallele Disziplinen, die quasi der eine mit der Anwendung der Maschine, der andere mit der soziologischen Studie sozusagen parallel arbeiten oder
fließt sozusagen diese Erkenntnis dann auch zurück da rein, wie will, wenn Sie Entscheidungen treffen, wie jetzt so eine Maschine entwickelt oder optimiert werden soll? Ja, also das ist schwierig jetzt zu sagen. Als in der Industrie war, haben wir natürlich schon geguckt, wie die Menschen mit unseren Maschinen arbeiten. Und wir haben halt für alle möglichen Länder auf der Erde Maschinen produziert. Da war es natürlich schon wichtig, kulturelle Feinheiten zu kennen, wie, also Straßen werden halt auf der Erde fast überall zwar ähnlich gebaut, aber doch sehr unterschiedlich. Also ich war beim Hersteller von Straßenbaumaschinen. Und da müssen sie schon irgendwo so das Arbeitsumfeld mit berücksichtigen. Und das ist aber jetzt nicht professionalisiert, würde ich mal sagen, sondern das macht man so als Ingenieur mal so nebenbei. Ja, genauso gut oder schlecht, wie es vielleicht eben auch ist, aber der Rahmen war halt so. Ich würde mir mehr wünschen an der Stelle. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, wir machen das alle und auch zu jeder Zeit. Es ist an der Stelle, glaube ich, fangen wir erst an, darüber nachzudenken oder auch festzustellen, dass es wichtig ist, auch bei solchen Forschungsprojekten, die jetzt Richtung Technologien gehen, auch stärker soziale Aspekte zu berücksichtigen, gesellschaftliche Aspekte zu berücksichtigen, aber eben auch Umweltaspekte. Die Schlagwort Nachhaltigkeit, was in den letzten Jahren ja sehr stark in den Vordergrund gerückt ist, spielen auf einmal eine ganz andere Rolle. Und von daher würde ich mir mal wünschen, konkret gibt es immer so kleine Inseln, aber ich möchte die jetzt nicht zu hoch stilisieren, sage ich jetzt mal. Ja, das ist gut zu wissen. Das ist ja genau das, wo wir mit dem Present Futures Forum, wo Sie ja auch aktiv sind, ansetzen wollen, um genau diese Verknüpfung herzustellen. Present Futures, bei Maschinenbau ist es vielleicht noch, wenn Sie jetzt sagen, Sie konstruieren Maschinen, die irgendwie die Spargelernte jetzt, um bei diesem Bild zu bleiben, verändern. Da kann man sich vorstellen, ja, sie denken darüber nach, wie die Zukunft der Spargelernte aussieht in diesem speziellen Fall. Aber vielleicht trotzdem nochmal speziell, ist das was für Sie eine Rolle spielt, das Zukunftsbilder oder Denken? Haben Sie das Gefühl, die Zukunft als Konzept spielt bei Ihnen eine Rolle in der Arbeit? Naja, wir müssen ja schauen, was in der Zukunft Fragen sein können oder was Fragen sind, wo wir Antworten liefern können. Ich sehe ja Forschung immer in der Situation, dass wir vorausdenken, also dass wir Themen aufgreifen, von denen wir meinen, die könnten in 10 Jahren relevant sein. Und dass wir für diese, was dann in 10 Jahren relevant ist, Lösungen haben oder Antworten haben, damit wir entsprechend auch agieren können. Das ist für mich ja auch eine Aufgabe von Forschung an der Stelle. Und von daher müssen wir auch in die Zukunft gucken und uns auch Gedanken darüber machen, wie könnte zum Beispiel so ein Arbeitsumfeld aussehen oder wo können wir zum Beispiel, nehmen wir ruhig mal Gartenbaumaschinen in Zukunft einsetzen. Da die Frage, welche Rolle spielt zum Beispiel Begrünung in Städten, Fassadenbegrünung, Vertikalbegrünung oder so etwas, wo wir zurzeit auch ein klein wenig mitarbeiten und dabei feststellen, dass dieses Themengebiet, was Pflege, Maschinenpflege oder Pflege mit Maschinen angeht, eigentlich noch kaum bearbeitet worden ist. Und insofern ist der Blick in die Zukunft für uns schon wichtig, weil wir daraus unsere Ideen ableiten, wo wir auch letztendlich unsere Drittmittel akquirieren können. Wir müssen ja auch schauen, wo kriegen wir unser Geld her und müssen halt dann auch gucken, was sind Themen, die wahrscheinlich jetzt greifen. Ne? Vor 5, 6 Jahren war es alles, was mit Elektrifizierung zu tun hat. Davor war es Energieeffizienzfragen. Mittlerweile kommt wieder, da war es auch mal Recycling. Auf dem Gebiet habe ich mal in den 90ern promoviert. Da war es die Frage, wie können wir Materialkreisläufe schließen. Ne? Deswegen kommt auch alles immer mal wieder so ein bisschen vor, je nachdem, welches Thema gerade aktuell ist. Und zurzeit sind eben so Sachen wie Klimawandel oder Auswirkungen von Technologien auf Klima sehr spannend. Und das sind so viele Fragen, die man, wo man sagen kann, für die nächsten 10 Jahre haben wir eigentlich genug zu tun. Aber irgendwann kommt natürlich auch, was kommt dann? Und deswegen ist Zukunft oder der Gedanke, oder dass wir uns die Gedanken darüber machen, was zukünftig Themen sein können, die wir auch in Berlin eben bearbeiten können, sehr, sehr wichtig. Spielt der Standort Berlin, weil Sie das gerade so erwähnten, für Sie da eine besondere Rolle? Also natürlich die TU, eine wunderbare Universität, aber ich meine, wir haben natürlich hier auch eine ganz besondere Situation als Großstadt, als Hauptstadt, aber eben mitten in Brandenburg sozusagen, geografisch gesprochen, wo natürlich viel Landwirtschaft stattfindet und es gibt hier alle möglichen unterschiedlichen Strukturen. Spielt das für Ihre Arbeit oder werden Sie für Ihre Arbeit von der Stadt sozusagen inspiriert in dieser Weise?
Ja, ich sag mal jetzt ein Jein. Also für die konkreten Projekte, die wir zurzeit haben, also die jetzt auch mit dem Bereich Landwirtschaft kommen, da arbeiten wir mit der TU Dresden zusammen, mit Betrieben, die Dresdner jetzt kennen, weil die aus der Tradition heraus eine gute Schnittstelle haben. Das ist hier leider in Berlin sehr, sehr schwach. Also das muss man schon sagen. Und dann auch mit anderen Unternehmen. Das Problem ist, was wir an der Stelle haben, ist die Industrie, die eine wesentliche Rolle spielt, die ist eigentlich in Nordwestdeutschland oder in Süddeutschland. Also das ist, da ist der Osten relativ arm. Da gibt es zwar das ein oder andere Unternehmen, mit dem man auch zusammen kooperieren kann, aber die großen Player sind eigentlich im Westen. Und da haben die halt auch ein entsprechendes universitäres Umfeld, dass natürlich Berlin nicht unbedingt der attraktive Standort ist für Kooperationen. Also warum soll ich 500 Kilometer fahren, wenn ich in 20 Kilometer Nähe genauso gut Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler finde. Also auch mit modernen Techniken spielt das immer noch eine entscheidende Rolle. Also deswegen ist generell Maschinenbau in Berlin schon ein bisschen schwieriger als an anderen Standorten, ganz offen gesagt. Auf der anderen Seite gibt aber auch das urbane Umfeld ein paar interessante Herausforderungen. Ich habe das eben mit Vertikalbegrünung oder Stadtbegrünung genannt. Das sind natürlich Dinge, die gerade in Berlin hochpoppen, wo auch die Stadt ein Interesse dran hat oder wo auch dieser Metropolengedanke, also eine recht große, eine Millionenstadt mit einem entsprechenden Umfeld, ganz, ganz tolle Fragestellung bietet und auch Leute sind hier vor Ort, die Interesse an diesen Fragen haben. Und das ist auch so, was jetzt in meinem Fachgebiet, weswegen wir auch uns damit sehr gerne mit beschäftigen, weil ich denke, das ist ein Thema, was uns umtreiben wird. Also die Urbanisierung global gesehen nimmt zu. Und man muss sich dann schon mal Gedanken darüber machen, wie kann ich Städte so gestalten, dass sie lebenswert bleiben, dass da eine grüne Rolle spielt. Der Mensch braucht das irgendwo schon. Ich glaube, das ist zwar, da gibt es keine Zweifel, dass das städtisches Grün eine tolle Sache ist. Dann ist aber auch die Frage, kann man das irgendwie nutzen und wie kann man das sinnvoll pflegen und vielleicht sogar nutzen. Also es gibt ja diese Stichworte wie Vertical Farming oder Urban Farming und solche Sachen. Ich würde jetzt sagen, wenn für die grundsätzliche Ernährung reicht es wahrscheinlich nicht, aber für bestimmte Dinge kann man sicherlich die Stadt auch nutzen und da auch Bezüge schaffen. Und dann sind wir auch wieder bei sozialen Aspekten. Also wenn man zum Beispiel so einen Wohnblock sich anguckt und man hat da eine Gartenanlage mit dabei, die vielleicht gemeinschaftlich benutzt werden. Da ergeben sich auch eine ganze Menge sicherlich städteplanerische Aspekte. Und da sind wir auch in so ein Projekt mit eingebunden, was ich sehr, sehr spannend finde, mit welchen Perspektiven wir rangehen. Wir sind einfach nur diejenigen, die sich da mit der Frage beschäftigen, wie pflegen wir diese ganzen Geschichten, weil da gibt es tatsächlich auch keine Unternehmen zurzeit. Also das ist auch mal ein richtiges, schönes Neuland, wo wir vielleicht auch diese Start-up-Szene in Berlin etwas nutzen können, um da dann ja irgendwas aufzubauen, wo man sagen kann, Robotikanlagen oder irgendwelche Fassadenreinigungssysteme oder Pflegesysteme, die man dann für sowas einsetzen kann. Also an der Stelle ist Berlin super. Also bietet es auch ein tolles Umfeld, wenn es denn darum geht, sag ich mal jetzt konkret mit der Industrie vielleicht so Drittmittel, Direktaufträge zu haben, da ist Berlin nicht der optimale Standort. Im Moment können Sie ja sowieso nicht 500 Kilometer reisen, um sich mit irgendwelchen Industrievertreterinnen und Vertretern auseinanderzusetzen. Hat das für Sie einen Effekt auf Ihre Arbeit im Moment, das Homeoffice? Also ich stelle mir Ihren Arbeitsalltag so vor, dass Sie an irgendwelchen großen Maschinen rumschrauben, wo sie jetzt gar nicht dran können, weil die Uni ist ja geschlossen. Oder stelle ich mir Ihren Arbeitsalltag da ganz, ganz falsch vor? An der Stelle jetzt ja. Ich sitze aber tatsächlich zu Hause, so ist es nicht. Ich hatte eben jetzt von einem Projekt erzählt, was wir mit Dresden zusammen machen. Und ich weiß auch von meinem Bruder, der ist sehr Landwirt, der hat eigentlich kein Problem mit Corona, weil seine Arbeit geht normal weiter. Auf dem Feld trifft er nur sich, also er kann im Prinzip seine Arbeiten so erledigen. Und genau das ist das, die Daten, die wir jetzt für unsere Analysen brauchen, um die Maschinen Learning Tools anwenden zu können, die kriegen wir von den Kollegen aus Dresden und die wiederum stehen in Kontakt mit den Landwirten. Da werden die Log-Datenboxen installiert und die arbeiten dann. Also da sind wir zurzeit überhaupt nicht eingeschränkt. Wenn es natürlich darum geht, also wir haben natürlich ein
vorhaben, wo es um Antriebssysteme geht, wo wir, da müssen wir schon Versuchsstände aufbauen, da können wir im Moment natürlich nichts machen. Also das bremst uns aus. Ist jetzt für mein Fachgebiet ganz persönlich gesagt nicht dramatisch. Ich weiß, dass es bei anderen Fachgebieten sicherlich sehr viel schlimmer ist, wenn man jetzt gar nicht an Versuchsständen arbeiten kann. Ich hoffe aber, dass wir den Virus besser in den Griff bekommen und dass wir dann rankommen können. Die andere Frage war jetzt, wie das Zusammenarbeiten angeht, muss ich ganz offen sagen. Ich empfinde das mittlerweile als sehr positiv. Ich hatte mir sowieso schon so ein bisschen vorgenommen, weniger Dienstreisen zu machen. Aber ich habe jetzt mehrere Sitzungen gehabt, also zum unter anderem gerade Anfang dieser Woche für so eine Programmausschussvorsitzung, wo wir eine Tagung geplant haben für den Herbst. Und sonst sind wir dann mal alle nach Frankfurt gefahren und haben uns da getroffen, waren einen kompletten Tag unterwegs. Und so haben wir die Sitzung jetzt alle Atomoffice gemacht. Es waren erstmal mehr Teilnehmende da als sonst, weil man ja eben mal so 2 Stunden besser rausholen kann und nach 2-3 Stunden waren wir fertig. Es war viel effektiver als die Fahrt nach Frankfurt. Also das muss ich jetzt mal ganz offen sagen. Also das wäre auch eine Sache, die ich hoffe, auch nach der Corona-Zeit weiterführen kann, dass man tatsächlich über die eine oder andere Dienstreise tatsächlich nachdenkt und sagt, eigentlich können wir das mit den Techniken, die wir jetzt haben, viel, viel besser lösen, viel effektiver lösen. Können dadurch Zeit gewinnen und naja, ich sag mal, der positive Effekt ist, wir haben halt auch nicht so viel CO2 in die Luft gejagt, ne, an der Stelle. Ja, also ich persönlich bin ein großer Fan von Dienstreisen, das macht mir immer sehr viel Spaß, aber grundsätzlich, klar, haben Sie natürlich recht, ne, wenn jetzt hier gewisse Lektionen gelernt werden, die dann auch zur Umweltverbesserung oder so Teil beitragen, dann ist das sicher eine feine Sache. Aber wo wir gerade von Lektionen gelernt, wo ich das gerade erwähne, also vielleicht eine Frage noch zum Schluss. Wenn jetzt eine Studentin oder ein Student auch in diese Richtung gehen will, wie Sie, Bereich Maschinenbau, Ingenieurwesen und sich aber speziell interessiert für diese interdisziplinären Schnittstellen, die Sie ja jetzt so schön dargestellt haben, was würden Sie denen empfehlen? Also was kann man im Studium oder meinetwegen auch in der Promotionsphase, was kann man da schon tun, um die Weichen in die Richtung zu stellen, dass man eben an diesen zukunftsorientierten Schnittstellen Fragen arbeiten kann? Na, ich denke mal, das Wichtigste ist, dass man das überhaupt im Studium macht und sich im Studium auch diese Freiräume eben auch erarbeitet und nimmt. Also ich finde, so an der TU haben wir ein recht breites Angebot und auch ein ziemlich großes Wahlangebot. Und jetzt, wenn ich so, jetzt für mich ganz persönlich, ich meine, es fällt mir immer leichter, wenn man sich überlegt, wie bist du eigentlich jetzt dahin gekommen, was war gut, was war weniger gut in deinem Studium, dann weiß ich, es gibt viele Dinge, die waren nicht so gut, aber was halt gut war, war eben tatsächlich ein sehr breites Fundament zu haben aus verschiedenen Disziplinen. Und sich das eben auch zu erarbeiten. Weil ein wichtiger Punkt ist, wenn man interdisziplinär arbeiten möchte, ist einfach, dass man mit verschiedene Menschen eben auch reden muss. Man muss eine gewisse Gesprächsfähigkeit hinbekommen. Man muss eben auch verstehen, wie tickt eigentlich so eine Naturwissenschaftlerin oder wie tickt jemand, der aus dem Maschinenbau kommt, dass man das Gespräch suchen kann. Also deswegen braucht man, glaube ich, ein gutes allgemeines Fundament und nicht so ein spezielles Fundament. Also ich sage mal, wenn ich jetzt super FEM berechnen könnte, also finite Elementmethoden, dann ist das sicherlich eine tolle Sache. Ich bin ein Spezialist, aber ich bin nicht unbedingt in der Lage, mit Elektronikern, Informatikern, also eben dieser kompletten Bandbreite an Menschen, mit denen man dann in solchen interdisziplinären Projekten zu tun hat, reden zu können. Und deswegen sollte man auch im Studium in jedem Fall schauen, übergreifende Module zu belegen. Und wir haben an der TU da ja auch ein tolles Angebot über das Nachhaltigkeitszertifikat, über Weiterbildungsangebote. Ich denke auch so zum Beispiel das, was jetzt ja auch von Present Futures kommen soll, das Zertifikat ist für mich ein hervorragendes Instrument, um in andere Bereiche mal hineinzugucken, um dieses breitere, offenere Denken eben auch zu lernen. Genau, also Sie sprechen von dem Zertifikat, was bei uns gerade in Arbeit ist, zum Thema Ethik, Verantwortung und Reflexion, wo wir sozusagen die Möglichkeit eröffnen wollen, sich stärker über die Disziplinen, die quasi über die eigene Disziplin nachdenken, also von Geschichte, Philosophie, Sozialwissenschaften, sich damit stärker auseinanderzusetzen und dann auch zertifizieren lassen zu können. Und Sie selbst sind ja, wie Sie gerade richtig sagen, auch Initiator des Nachhaltigkeitszertifikats, wo man sich
auch im Rahmen des Studiums mit Themen wie Nachhaltigkeit und so weiter auseinandersetzen kann über das eigene Fachstudium hinaus. Ich glaube auch, also auch nicht nur an der TU insgesamt sind ja solche Micro-Degrees oder Zertifikate, wie man es nennen will, gerade nicht nur im Trend, sondern auch etwas, was für Studierende quasi die Möglichkeit eröffnet, flexibler den eigenen Bedürfnissen entsprechend das Studium zu gestalten. Also spannendes Konzept, da machen wir mal ein eigenes Webcast zu. Ansonsten denke ich, kommen wir auch schon zum Schluss. Also ich würde gerne noch länger mit Ihnen weitersprechen, machen wir vielleicht ein anderes Mal. Ansonsten denke ich, können wir alle unterschreiben, was Sie gerade gesagt haben. Hoffentlich finden wir für das Virus bald eine Lösung, damit wir wieder in die Uni kommen und in meinem Fall Dienstreisen machen können, in Ihrem Fall wieder an Ihre Maschinen können. Herr Meyer, Henning Meyer, Professor für die Konstruktion von Maschinensystemen an der TU Berlin. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke. Vielen Dank. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss.